schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Es ist Mittwochmorgen, ich habe gerade umgesattelt. Muss noch tanken fahren schnell. Dann fahre ich wieder raus in die Weinberge und ein R39 holen. Der geht rüber nach Mannheim. Da weiß noch keiner genau wohin. Dann fahre ich runter nach Lambertheim. Dort steht unser L566 und der muss nach Kaiserslautern an die Pfaff. Aber davon
vorne dran muss meine Baustelle sein. Da steht ein Kran. Den sehe ich schon. War in Mannheim der Akku, ach der, ja genau, der Akku, ich weiß schon gar nicht mehr, was ich sage. War der Akku leer, ich habe es wieder nicht gecheckt. Bin jetzt hier mittlerweile in Lambertheim. Hier stehen Walze und Radlader. Muss ich gucken, muss erst wieder ein Stück ausziehen. Für die Radlader. Gerade schon überlegt, ob ich den nicht mal rückwärts drauf fahre. Ne? Aber ich nehme an, dann werde ich Haufel zu hoch sein. Und ich muss die ganzen Bordwände öffnen wieder. Das. Na. Machen wir nicht. So, ich muss jetzt gute 50 cm ausziehen.
durchgeladen ist er. Leicht am Hals vorne, gerade so, ne? Und das nächste Mal doch einen Meter ausziehen. Du weißt, die Zurwinkel von den Ketten sind nicht so das Wahre. So, Mittwochabend, kurz nach 6:30 Uhr. Bin im Hof. War heute Mittag richtig faul. Nicht was Arbeiten angeht, ich hatte einfach, sorry, ich hatte keine Lust, die Kamera überall mit ihnen zu schleifen. Ich war ja drin bei der Pfaff, habe den Radlader dahin gebracht. Dort habe ich gleich den A918, den ich dahin gebracht habe, den habe ich gleich geladen, den wieder nach Landstuhl gebracht. Dann war ich in Sembach auf unserem Lagerplatz, habe dort ein 30 Tonnen Dose angeladen. Dann kommen die Schnecke schon angeradelt. Hab dort einen 30 Tonnen Dose geladen. Den habe ich nach Roggenhausen auf unser Lagerplatz gefahren und jetzt bin ich hier. Jo, das war der Tag heute. Morgen früh, weiß nicht, ob ich das mache, ich gehe davon aus, in Mannheim unseren kleinen Brecherladen und der geht hoch nach Oberlahnstein. Die Radfahrerin. Thank you.
17.35 Uhr. Ich roll gerade wieder in Lampert heim auf der Baustelle ein und hab warm. Dort steht noch einer unserer Walzen. Einer fährt hier, der andere steht da. Als hätte ich was touchiert. Oh, vielleicht war das auch Nebeltante Schrotti, dass der gerade was weggeworfen hat. So, hier lade ich diese Walze. Man sieht gleich sie ums Eck. Und dann, die geht nach Hause. Werde ich vermutlich zur Liebherr fahren und werde den Bagger für morgen früh wieder nach Dörthof, einen A29, den ich die Woche schon mal gefahren hatte, neu gerät.
seht ihr das, was hier rechts steht? Hier geradeaus. Der neue Radlader für unseren Lagerplatz in Rockenhausen. Ein L566. Er kriegt jetzt noch die Reifen ausgeschäumt Anfang nächster Woche. Ich gehe mal davon aus, Ende nächster Woche geht er dann in Einsatz. Ich habe einen Hammer für einen 5-Tonnen-Bagger vorgeladen. Ja. Knallhart. Ich bin. Den nehme ich morgen früh mit nach Landstuhl zur Lieper. Der war von der Lieper. Den nehme ich mit dahin. Dann lade ich dort wieder in A29 für hoch nach dort zu der Baufirma. Da aus fahre ich dann zurück nach Welteroth. Dort steht ein R29 von uns. So, 9:30 Uhr. Leer. Jetzt habe ich mal kurz die Navigation angemacht, um nach Welteroth hochzukommen. Wie gesagt, ich soll über Lahnstein fahren. Über Lahnstein und dann die B42 in Richtung Rüdesheim runter. Den Bagger schnell drauf. Okay, Entschuldigung. 13.40 Uhr haben wir es gleich. Der Bagger geht doch nicht nach Hause. Jetzt sollte er nach Hause, aber dann gab es wieder eine kleine Planänderung. Bin jetzt auf dem Weg rüber nach Dannenfels bei Kirchheim-Polanden. Da ins Neubaugebiet.
das hier Elbe runter gemacht. Ey. Schlagartig. Oh, steht jetzt alles voll mit Wasser. Keine Viertelstunde gedauert da. Heute wohl etwas übertrieben.
auch nach Hause. Ob der noch ablade heute, weiß ich nicht. Morgen früh Großrohrheim. Dann würde ich sagen, dass ich euch genug genervt habe. Komm, also weiter. Und dann beenden wir diese Folge hier. Vielen Dank fürs Zusehen. Der ganz schön ins Schwitzen gebracht heute. Dass ihr mir wieder zugesehen habt. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß dabei. Mir macht es nach wie vor einen Riesenspaß.